Bleiben wir beim Schuhwerk. Die Grundidee dabei, der Schuh soll sich dem natürlichen Bewegungsablauf der Füße anpassen. Für welche Anwendungen kommt diese neue Technik in Frage? Im Grunde haben wir drei Verwendergruppen. Die eine Gruppe kommt aus der Medizin, ganz klar. Wir arbeiten bereits schon sehr viel mit Krankenhäusern, mit Kliniken, Physiotherapeuten, Chiropraktikern zusammen. Die zweite Gruppe sind die ambitionierten Sportler, sei es jetzt der Läufer, der seinen Laufstil umstellen möchte auf Vorfußlaufen und näher am Boden sein möchte, oder sei es der Radfahrer, der mit seinem Mountainbike über die Alpen geht, geringes Packmaß benötigt und mit knapp 300 Gramm natürlich nicht schwer bepackt ist. Und die dritte Gruppe sind die Gruppen, die sagen, ich möchte natürlich leben, ich möchte meine Ernährung umstellen, ich achte auf meinen Körper und ich möchte auch die richtigen Schuhe haben. Diese Schuhe zeigen auch, dass Wasserdichtheit und Atmungsaktivität unter einen Hut zu bringen sind.